Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Es handelt sich um ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie Teil 2. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, übereinstimmt das, was die Astronomen auch berechnen. Liebe Amarelia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was dieses Bild bedeutet. Ich habe auch erklärt, was ein Geburtshoroskop überhaupt ist. Wie kannst du das verstehen? In diesem Bild siehst du in die Mitte ein Engel, das ist dein Schutzengel. Das bedeutet, in deiner Geburt, in diesem Tag, wo du geboren bist, ist Daniel, war die herrschende Engel nach Kabbala und gilt als dein persönlichen Schutzengel. Es gibt noch zwei andere Engel, auch einmal noch für die emotionale Ebene, einmal noch für die spirituelle Ebene. Aber das kannst du so mal verstehen. Daniel ist dein Schutzengel. Engel Daniel ist Engel die Barmherzigkeit und Liebe. Hilft bei kritischer Notlage einen Ausweg zu finden. Stärkt die Sprachfertigkeit und Diplomatie. Gibt uns Trost, Unterstützung bei ausweglosen Situationen. Daniel übermittelt Harmonie und Gerechtigkeit. Ist auch ein Heilengel. Vermittelt Schönheit, Harmonie und Gerechtigkeit. Hilft Klarheit zu bekommen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen im Leben. Daniel ist ein Schutzengel. Das erste Lebensbereich ist ein Geburtsmoment. Und in diesem Moment stieg die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Aber die Tierkreiszeichen Waage öffnet zwar diese Tor zu deiner Persönlichkeit, hat aber noch einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich. Die Waage bedeutet Gerechtigkeitssinn, so wie Engel Daniel das auch vermittelt, bedeutet auch die Bedürfnis nach Schönheit, Harmonie und Frieden. Bist auch eine schöne Frau, das beeinflusst dein Aussehen, zeigt Weiblichkeit. Bist auch weiblich und gepflegt und so bist du auch wahrgenommen. Der einzige Nachteil ist der Waage, die Entscheidungen, weil das wird alles auf die Waageschale gelegt und das hindert die spontanen Entscheidungen in unserem Leben. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Skorpion. Aber die Tierkreiszeichen Skorpion beeinflusst nicht nur diesen Bereich, sondern hat noch eine Färbung, einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Das ist mystisch, so schleierhaft und verleiht dir ein erotische Ausstrahlung. Hier ist die Weiblichkeit, Schönheit, Gepflegtheit und die erotische. Und so bist du wahrgenommen. Die dritte Lebensbereich ist die Schulungen, die Verbindungen zum Verwandten, zum Bekannten, Nachbarn, aber auch Nachrichten, Medien. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Jeder Lebensbereich hat ein Tor. Und dieser Tor öffnet sich mit Schütze. Und das bedeutet Auslandskontakte,
Fremdsprache diese Begabung. Und die Schütze hat aber noch einen Einfluss auf deine Finanzen. Und das heißt, Ziele setzen, um die Finanzen kümmern und durch die Skorpion-Energie diese Transformation, also du kannst energetisch daran arbeiten, auf den Werten dieser Visualisierung als Zielsetzung und dieser inneren Kraft einsetzen oder erstmal das Verinnerlichen und dann dadurch verbessern sich die Finanzen. Der tiefste Punkt des Horoskopes ist die Basis, die Fundament und das brauchen wir, diese Struktur, diese Stabilität, weil auf dieser Basis können wir bauen und zeigt auch die Wohnsituation. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Steinbock und die Steinbock hat aber noch einen Einfluss auf den dritten Lebensbereich auch. Die Steinbock möchte die Stabilität, das ist Erde-Element und du brauchst diese Stabilität. Aber zeigt auch in ersten Lebenshälfte, im jungen Jahren, auch Lernaufgaben, Schwierigkeiten, manchmal ist etwas mühsam. Im zweiten Lebenshälfte wirkt angenehmer. Die fünfte Lebensbereich, wo um die Kinder geht und auf diesem schöpferische Kraft und Lebensfreude, dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann, aber die Wassermann hat noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Durch außergewöhnliche Art und Weise kommen die wohnliche Veränderungen. Oder die Luftelement, du brauchst Luft zum Atmen und die Steinbock zeigt Bergen, das liebst du auch, im Fenster rausschauen und diese Bergen zu bewundern, aber brauchst auch große Räume. Die sechste Lebensbereich, wo um Arbeit und Gesundheit geht, das öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Aber die Tierkreiszeichen Fischen hat noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Die siebte Lebensbereich wird mit Widder geöffnet. Aber die Widder hat nicht nur auf die Partnerschaft einen Einfluss, sondern beeinflusst noch deine Arbeit auch noch. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Stier, aber hat noch einen Einfluss auf den siebten Lebensbereich. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und das ist Auslandreise, Auslandskontakte. Und die Zwillinge beeinflussen noch diese Transformation, die achte Lebensbereich. An die Spitze des Horoskopes ist die höchste, was du erreichen kannst oder zeigt, wie du deine Ziele erreichen sollst. Hier im obersten Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes, liegt auch die Berufung. Und hier ist die Tierkreiszeichen Krebs, aber Krebs beeinflusst noch im neunten Lebensbereich. Die elften Lebensbereich öffnet sich mit Löwe, aber hat die Löwe noch einen Einfluss auf deine Berufung. Das ist Öffentlichkeit, Glanz, Selbstständigkeit. Krebs hat auch einen Bezug zum Selbstständigkeit, was Familiäres. Und die zwölfte Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Das sind die Geheimnisse. Und die Jungfrau hat noch einen Einfluss auf den elften Lebensbereich. Das heißt, du möchtest Ordnung in deinen Freundeskreis. Du möchtest zwar im Mittelpunkt stehen oder du liebst Freundschaften pflegen mit Menschen, die was schon erreicht haben, Menschen, die du auch bewunderst. Und jetzt
die Unterteilung Sonne, Mond und die Planeten. Das sind die einzelnen Lebensbereiche und jeder Lebensbereich wird mit ein Tierkreiszeichen geöffnet, aber hat von einem anderen Tierkreiszeichen noch Einfluss. Du hast aber nicht in allen Lebensbereichen, bist du nicht aktiv in dein Leben, sondern es sind Richtungen, was für dich persönlich sehr wichtig ist. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren und Sonne befindet sich im zweiten Lebensbereich. Im Schütze, im zweiten Lebensbereich, da fließt dein Lebensenergie. Natürlich, die Sonne ist sehr wichtig, wenn das um Selbstwertgefühl handelt. Sonne symbolisiert unserem Selbst, damit bewusst zu sein, das im Glanz zu bringen. Und wenn du das verinnerlichen kannst und stehst zu deinen Werten und zeigst du Stolz, energetisch verbesserst du die Finanzen. Die Sonne hat natürlich auf die Schütze auch einen Bezug und das bedeutet, du liebst Bewegung, Reisen, Auslandskontakte, du hast hohe Ziele, hohe Ideale, aber du sollst das bedenken, die Konzentration. Wenn du zu viele Ziele hast, dann verlierst du die Orientierung und die Schütze zeigt, eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und hier sind die Wünsche. Wenn du deine Wünsche als Ziele setzt und verlierst es nicht aus dem Auge, dann wirkt Jupiter sehr vorteilhaft und bringt dir Glück und stärkt dein Selbstwertgefühl, stärkt auch deine Finanzen, weil das ist für dich ein sehr wichtiges Thema. Mond zeigt deinen Gefühlen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge im achten Lebensbereich. Zwillinge aber im achten Lebensbereich. Und das ist wichtig für deinen Gefühlen, die Transformation. Eine wichtige Aufgabe, deinen Gefühlen transformieren. Und das bedeutet Angst loslassen, Zweifel, Schuldgefühl, all das. Und auf dein Gefühlen achten. Und das ist deine Intuition und deine Inspiration. Dann sprudelt das auch. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im fünften Lebensbereich. Mars zeigt deine Kraft und das kannst du hier bei schöpferischer Energie im Ausdruck bringen. Dieser fünfte Lebensbereich bedeutet wirklich diese schöpferische Kraft, oft auch Kreativität und das kannst du, wie dein Werk hier entsteht, wirklich nach deiner Fantasie, nach deinem Wunsch, dein Lebenswerk. Und das zeigst du mit dieser Mars-Energie, da kannst du dich behaupten. Künstlerische Begabung oder Selbstständigkeit. Zum Aufbauen, da liegt deine Kraft, da kannst du dich einsetzen. Hier handelt es sich auch um die Kinder und das wäre ein Hinweis auf männlichen, ein Sohn oder Enkelkinder, natürlich kann das auch bedeuten. Hier ist auch die Lebensfreude und Mars bedeutet auch männlichen Person und du möchtest im Leben das auch genießen, in die Liebe, Partnerschaft mit deinem Partner, dieser Lebensfreude zum Leben oder ein Hinweis, dass dieser Mann dir diese Lebensfreude
schenkt. Das sind so mehrere Themen. Merkur ist der Planet der Kommunikation, aber auch Wissen, befindet sich im Steinbock im dritten Lebensbereich. Bei Steinbock ist das schwierig, in jungen Jahren das Wissen zu zeigen. Kann sogar bedeuten, dass die Schule etwas schwierig oder mühsam war. Oder du hast nicht getraut, all das zu sagen, was du schon kennst, oder dein Wissen, mit deinem Wissen zum Glänzen. In späteren Jahren aber wird das befestigt, Steinbock befestigt und zeigt diese Ernsthaftigkeit. Und du holst es auch nach und du vertiefst deinen Wissen. Aber ist auch wichtig hier, gerade im dritten Lebensbereich, wo sowieso um Kommunikation geht und Internet und Verbindungen und Schulungen, hier die Merkur-Energie kommt zum Entfaltung. Merkur fühlt sich hier sehr wohl. Das ist der Bereich Merkur, und die Steinbock im jungen Jahren erschwert das ein bisschen, später gibt aber diese Kraft und diese Ernsthaftigkeit auch, dass deine Worte ernst genommen werden. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im 11. Lebensbereich. Jupiter vermehrt etwas, dehnt sich aus, und im 11. Lebensbereich handelt sich um Freundeskreis. Und das zeigt diese Beliebtheit bei deinen Freunden. Natürlich kann im 11. Lebensbereich auch die Hoffnungen, dass Jupiter schenkt dir dieses Glück, deine Wünsche zum Leben. Venus befindet sich in Skorpion und das im 1. Lebensbereich. Das gehört zu deiner Persönlichkeit und zeigt deine Weiblichkeit. Und das ist wirklich sehr stark, Aszendent Waage, und über die Waage herrscht Venus. Und Venus selbst hier in diesem Bereich zeigt deine Weiblichkeit, deine Schönheit, dein Bedürfnis nach Schönes, nach Ästhetisches, bist du auch sehr gepflegt auch. Und so bist du auch wahrgenommen und bist du liebenswürdig. Saturn erteilt immer Lernaufgaben und zeigt auch karmische Themen. Saturn befindet sich im 1. Lebensbereich, im Skorpion. Und das bedeutet, du sollst deine Persönlichkeit, deine Weiblichkeit in Ausdruck bringen. Das ist deine karmische Lernaufgabe. Natürlich kann das bedeuten, in jungen Jahren, dass du das unsicher warst als Frau, oder warst du übersehen, oder war das nicht gestärkt, und du hast nicht deine Persönlichkeit gelebt, weil da waren Einschränkungen. Aber im 2. Lebensbereich zeigt sich, nimm das bitte ernst, bring das in Ausdruck. Es gibt 2 Mondknoten, Ketu und Rahu. Ketu bedeutet all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Da sind auch sehr viele Schätze. Talente, Fähigkeiten, Lebenserfahrungen, das sollen wir behüten, bewahren. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, was wir verbessern sollen, da haben wir die Lernaufgabe, das Verbessern loslassen. Ketu, was dein alter Karma symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Hier im 8. Lebensbereich. Nicht 8. Stier, aber im 7. im 7. Lebensbereich. Ketu, die alte karmischen Erinnerungen im Stier, aber im 7. Lebensbereich. Und das bedeutet die Partnerschaft. Und das ist ein Hinweis, dass du mit deinem
dass du einen Seelenpartner hast und du kennst diese Seelenpartner von früheren Leben. Und hier machst du karmischen Erfahrungen. Und Rahu, der Drachenkopf, und das ist das Weg, was deine Seele ausgesucht hat, was du karmisch befreit, das befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Skorpion im ersten Lebensbereich. Und das kann ich so erklären. In früheren Leben warst du verheiratet. Die Stierenergie hat dir die Sicherheit, Stabilität gegeben, auch die Ruhe. Kann natürlich auch bedeuten, dass du warst dafür da, für allem sorgen, dass jeder sich wohlfühlt in die Familie. Das sind Erinnerungen. Stier bedeutet auch Besitz, also wohlhabend. Jetzt hast du eine neue karmische Lernaufgabe, schon diese Beziehung zum Leben oder Partnerschaft, Eheleben, aber nicht aufopfern und immer für anderen da sein, alle anderen bequem zu machen, sondern hier kommst du als erster Lebensbereich dein Selbst in Ausdruck zu bringen. Mit diesem Saturn-Energie würde ich sagen, das war in deiner Kindheit auch beschränkt und du brauchst diesen Durchbruch, deine Persönlichkeit zum Leben, und das überträgt sich natürlich an die Partnerschaft. Du hast diesen Vorteil, die Venus-Betonung, und Skorpion ist auch wunderbar, zeigt deine inneren Kraft, auch die magische Anziehungskraft, aber du darfst dich nicht verstecken. Überhaupt nicht, sondern dich zeigen. Deine Persönlichkeit, dein Geschmack, so wie du bist, dein Selbst. Und das kommt ins Glanz. Das, was deine Seele als Weg ausgesucht hat, weil das brauchst du da zum Entfalten. Uranus ist rückläufig in dein Geburtshoroskop, und diese Rückläufigkeit zeigt auch karmischen Themen, Vergangenheit. Uranus ist im Tierkreiszeichen Krebs im 9. Lebensbereich, und das sind Erfahrungen im Ausland, und mit Krebsenergie hat mit Familie was zu tun. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Mit dieser Rückläufigkeit spiegelt karmischen Themen. Neptun zeigt unsere Träume, unsere Vision. Das ist die Inspiration, also Künstler brauchen diese Neptun-Energie. Aber manchmal ist es so unbegreiflich, also Neptun kann man nicht fassen. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Das ist so tiefgründig, das kann man schwer zu beschreiben oder erklären. Das ist fast wie nicht greifbar. Natürlich zeigt oft diese bildhafte oder die Fantasie, was die Bilder betrifft, die Fantasie oder Träume betrifft, das ist wunderbar, aber wenn jemand Realität bezogen ist, dann tut sich schwer mit diesem Neptun-Energie. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Waage im 12. Lebensbereich. Und das hat mit Karma etwas zu tun, karmischen Themen. Neptun ist manchmal so undurchschaubar, benebelt, ist schwer zu verstehen. Wenn das um Fantasie geht, wenn das um Inspiration geht, dann sind hier Talente, Fähigkeiten eindeutig. Und mit dieser Waagebetonung
und Venus hier in dein Aszendent, hast du diese Begabung. Also das würde für dich bedeuten, dass du hier auch karmische Themen hast. Und dieser Talent kommt von früheren Leben. Lass dich inspirieren, vor allem dein Mars-Energie, und das ist deine Kraft, ist auch in diesem schöpferischen Bereich. Das kannst du sehr gut nützen, vorteilhaft. Neptun könnte vielleicht bedeuten, dass alles so undurchschaubar und diese Unklarheiten, was erschwert in dein Lebensweg, weil die Bedürfnis ist da, etwas zum Klären. Aber ich würde jetzt nicht diese Unklarheiten betonen, sondern ich schaue das Gesamte, und hier würde ich mal behaupten, hier handelt es sich um deine schöpferische Kraft, deine Intuition und deine Inspiration, deine künstlerische Begabung. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch karmischen Themen, und Pluto befindet sich im Löwe und das im 10. Lebensbereich. Also das heißt, hier hast du die Kraft und die Macht. Löwe heißt Öffentlichkeit und Erfolg, und das beruflich, deine Berufung zum Leben und mit diesem Talent in die Öffentlichkeit gehen, das zum Präsentieren. Und das ist deine Kraft. Und das ist rückläufig, das heißt, hier hast du auch karmische Themen. Und hier bei ersten Lebensbereich liegt Rahu, wieder karmischen Themen, was deine Seele ausgesucht hat, bringt deine Persönlichkeit in Ausdruck. Aber durch diese Waagebetonung, Venusbetonung, bedeutet deine Kunst, Kreativität, zeig nach außen. Hier hast du auch die schöpferische Kraft und durch Neptun-Energie auch karmisch alten Erinnerungen und Talente und Fähigkeiten. Das ist deine Begabung und das wäre dein Erfolg. Und Pluto zeigt mit dieser Rückläufigkeit, das hast du im früheren Leben einfach eingeschlafen oder das hast du nicht richtig gezeigt, und jetzt bekommst du nochmal Chancen, Möglichkeiten, deine Kunst zu zeigen in die Öffentlichkeit. Was du im Leben bewegen kannst, das zeigt deine Persönlichkeit. Was du befestigen sollst, das ist die Venus-Energie, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und hier hast du karmische Themen, das zu befestigen, eine feste Partnerschaft einzugehen, wo du flexibel bist. Das ist dein Selbst, deinen Gefühlen, Sonne und Mond und dein Mars-Energie und die Sprache. Das ist ziemlich beweglich alles und flexibel. Und jetzt schauen wir an die Mondhäuser. In indischer Astrologie gibt es auch Mondhäuser, und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und hier kommen die Fixsternen im Einfluss, also Einfluss von Fixsternen. Dein Aszendent ist Waage und steht in ein Mondhaus, und dieser Mondhaus heißt Swati. Dieser Begriff kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva, selbst, Ati, Seele. Und das ist ein Hinweis auf deinen Geburtsmoment, auf deine Persönlichkeit. Leb dein Selbst und kümmere um deine Seele. Dieses Mondhaus, was nicht nur die Aszendent, sondern auch Neptun steht, auch im selben Mondhaus. Neptun befindet sich auch im Swati. Dieses Mondhaus wird beeinflusst von einem Sternbild, und dieses Sternbild heißt Kreuz des Südens. Das ist im Südhalbkugel sichtbar und zeigt spirituellen Themen, religiösen Themen.
Und hier in diesem Sternbild des Kreuz des Südens befindet sich die Südpol und das dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung. Neptun benebelt das alles, aber wenn du Ziele hast, dann hast du schon die Orientierung. Diese Kreuz des Südens, und so sehen die indischen Astrologen, bedeutet auch wie Schwert, zwei Schwert kreuzen sich und das heißt auch schicksalhafte Begegnungen, Schicksalswegen kreuzen sie sich und dieses Schwert bedeutet auch Trennen von Angst, so wie Erzengel Michael trennte mit seinem Lichtschwert die Angst. Also hier ist wichtig, Spiritualität, religiösen Themen, Schicksal, schicksalhafte Begegnungen und vor allem Orientierung. Was ich vergessen habe zum Sagen, du bist im Vollmond geboren und das ist sehr, sehr wichtig zum Erwähnen, weil in indischen Astrologie heißt, die Menschen, die im Vollmond geboren sind, haben Glück, genau, die indischen Astrologen, Entschuldigung, ich habe jetzt was nachgeschaut. Also das heißt, du bist im Vollmond geboren und das bedeutet, Sonne in Tierkreiszeichen Schütze, Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge und beiden Lichten stehen gegenüber. Und in indischen Astrologie heißt, dass die Menschen, die im Vollmond geboren sind, haben Glück im Leben, weil das Lebensweg wird beleuchtet. Das ist Licht, das ist sichtbar. Jetzt gehen wir weiter. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und dieses Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet das Wurzel. Und das sind deine Bedürfnisse, verwurzelt zu sein, verankert zu sein, ein Basis, ein Fundament zu haben. Bedeutet auch in die Tiefe schauen, die Dinge auf dem Grund zu gehen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, das verleiht dir eine gewisse jugendliche Frische, und so heißt auch diese Mondhaus Artra. Das ist die Lebensenergie, die Lebenskraft und hier bei dieser Transformation, das ist auch Heilenergie, immer wieder erneuerte Kraft, was dir diese lebendige Frische verleiht. Mars ist deine Kraft, wie du dich behauptest im Leben, wie du dich durchsetzt im Leben, aber bedeutet auch der Mann. Und das im Tierkreiszeichen Fischen, das ist Wasserelement, sehr gefühlsvoll und das ist für dich sehr, sehr wichtig. Also du möchtest niemand verletzen, das ist Mars im Fischen, gefühlsvoll. Und dazu kommt noch dein Waage Aszendent, sehr harmoniebedürftig. Also du möchtest niemand, du kannst niemals aggressiv sein. Und hier ist sehr wichtig, die Fischenenergie zu beschreiben, weil hier in Tierkreiszeichen Fischen herrscht Neptun wieder, gerade hier, wo deine schöpferische Kraft liegt, die Neptun-Energie, deine Träume, deine Visionen, deine Intuition, deine Inspiration. Und da kannst du deine Kraft einsetzen. Natürlich zeigt auch, du brauchst einen Mann, der gefühlsvoll ist oder Künstler ist. Bei Tierkreiszeichen Fischen ist es wichtig zu erwähnen, dass hier um zwei Fischen handelt. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel
und das zieht die Energie nach unten, das blockiert. Und die andere Richtung ist, eine Vision zu haben, ein Traum, das Vertrauen und daran glauben. Und dieser starke Glaube, hier liegt die Reichtum verborgen. Und das kannst du verinnerlichen, weil das gibt dir Kraft im Leben, dich zu durchsetzen. Und dann kommt natürlich die künstlerische Art von Tierkreis, Zeichnen, Fischen. Und wichtig, im Vertrauen bleiben, die Vertrauen im Fluss des Lebens. Dieses Mondhaus, wo Mars befindet, heißt Uttarapadra und bedeutet reinigen. Ein reinigendes Gefühl, Gedanken und Gefühlen reinigen, positiv denken, angstfrei leben heißt es, und ein Austausch nehmen und geben, im Gleichgewicht bleiben. Wenn das nicht im Gleichgewicht bleibt, dann verlierst Kraft, dann hast du das Gefühl, du musst dich behaupten, durchsetzen, weil fühlst du dich ausgenützt. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen, zeigt auch Wissen und auch die Sprachbegabung, ist im Schütze, die Begabung an Fremdsprachen. Und dieser Mondhaus heißt Purvashada und das heißt, die Zentrum ist unserem Wünsche. Und das ist dein Wissen, deine Weisheit. Das ist die Zentrum, dein Wunsch. Unerfüllte Wünsche machen dann unzufrieden. Das kann sogar die Ursache sein für Erkrankungen. Also achte auf dein Wünschen. Jupiter zeigt unserem inneren Sonne, unserem Größe, damit bewusst zu sein, bringt Glück im Leben, vergrößert etwas und sorgt für die Gerechtigkeit. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Jungfrau hier, das ist die Jupiter-Energie. Und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und bedeutet beide Seiten die Münzen anschauen. Und hier handelt es sich um die Freundeskreis. Mit Jupiter-Energie vergrößert das alles, weil du beliebt bist. Und die Menschen kommen auf dich. Erstens, weil Waage Aszendent hast, also angenehm und du liebst das Schöne. Und die Skorpion ist wie so magische Anziehungskraft. Und so, das ist dein Auftreten und die Menschen kommen auf dich zu. Und das vergrößert natürlich die Freundeskreis, aber achte auf dem Jungfrau-Eigenschaft, sei klug und sei ein bisschen kritisch. Sei kritisch im Freundeskreis und trenn Spreu von Weizen, sei wählerisch. Und dieser Mondhaus heißt, die beide Seiten die Münzen anschauen. Überprüfen, ob diese Freundschaft aufrichtig ist, kannst du da vertrauen, weil diese Anziehungskraft hast du und da kannst du gar nichts dafür, du bist beliebt, aber du sollst es hier bereinigen mit dieser Jungfrau-Energie. Venus, Saturn und Rahu in Skorpion. Venus, Saturn und Rahu, diese karmischen Knoten, alles im ersten Lebensbereich, was deine Persönlichkeit betrifft, im Skorpion, alle drei ist in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Anuradha, wird von Akrab bestrahlt. Akrab gilt als die dritte Auge des Skorpions und die indischen Astrologen sagen, die hellsichtigen Fähigkeiten, Spiritualität, und das hast du, diese spirituelle Begabung. Und dieser Mondhaus bringt Glück. In indischen Astrologie heißt das auf Elefanten reiten. Und das ist die höchste Glücks überhaupt. Wenn du zu deiner Persönlichkeit stehst und du zeigst das nach außen und versteckst du dich nicht, und genießt diese Bewunderung, diese Anziehungskraft auch, dann bringt das Glück in dein Leben. Ketu im Stier, hier in diesem Bereich, im siebten Lebensbereich, alten karmischen Themen, alten karmischen Erinnerungen,
ist hier im Stier und wird von Kritika in diesem Mondhaus, befindet, was Kritika heißt. Und hier wirken die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister und sie weinen. Und das ist die gleiche Beschreibung wie Frau Holle, das beschreibt. Sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Regnet hier Gold oder regnet Pech? Es liegt an unserer Einstellung. Und hier hast du karmische Erinnerungen, karmische Themen. Und das wandelt sich, weil diesmal ist das wichtig, dein persönliches Persönlichkeitsleben, damit Gold regnet. Und das ist auch die inneren Reichtum. Das wird auch wahrgenommen, weil Gold glänzt. Es liegt an deiner Einstellung. Bist du optimistisch im Leben oder bist du pessimistisch im Leben? Bist du die Gewinner im Leben oder bist du die Verlierer im Leben? Das sind alte karmische Erinnerungen, ein Muster. Und hier lernst du die Goldmarie zu sein. Uranus ist im Krebs, hier ganz oben. Uranus befindet sich im Mondhaus Puschia und das bedeutet, dein Stärke liegt in deiner Intuition und dein Stärke liegt daran, verspüren, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und wann ist der richtige Zeitpunkt nichts tun, eher zurückziehen. Pluto im Löwe, im höchsten Punkt des Horoskopes, und das hat eine sehr starke Wirkung, ist im Löwe im Mondhaus Makha. Und Makha wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist die Stern der Könige und Herrscher, Herrscherhäuser. Und hier bei dieser Rückläufigkeit Pluto heißt, da hast du auch karmische Themen. Also lebe deine Persönlichkeit, du bist die Königin in dein Leben. Und daran liegt deine innere Stärke und gib das nicht auf, sondern zeig in die Öffentlichkeit. Jetzt noch die Verbindungen. Merkur bestrahlt dein Aszendent. Dein Aszendent Waage ist dein Auftreten und der Merkur-Energie wirkt sehr gut auf dein Auftreten und Merkur zeigt deine jugendliche Ausstrahlung und es bleibt erhalten, diese jugendliche Frische. Sonne und Venus steht in einer wunderbaren Verbindung. Sonne-Venus. Hier eine Unterstützung, deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, deine Werte und deine Weiblichkeit zum Leben, das im Glanz zu bringen, beeinflusst auch deine Ausstrahlung. Also Sonne werft Licht auf dein Auftreten, deine Ausstrahlung und das wird immer wahrgenommen. Mond steht in einer wunderbaren Verbindung zum Neptun. Mond hier die Transformation. Und Neptun stehen in einer sehr schönen Verbindung und das ist deine Intuition, deine Inspiration, deine künstlerische Begabung. Mond steht zum Pluto auch sehr gut, Pluto und Mond. Das heißt, du hast ein gutes Gefühl, wenn du wahrgenommen bist und lebst du deine Berufung. Neptun-Pluto steht auch eine sehr schöne Verbindung. Und das zeigt deine Kraft in deine Intuition, in deine Inspiration. Die einzige Spannung, was hier entsteht, das ist Mond und Jupiter. Jupiter zeigt die innere Sonne, die innere Größe. Und mit Mondenergie hier, entweder hast du das noch nicht verinnerlicht, das ist deinen Gefühlen, aber Mond zeigt auch Mutterthemen. Die Mutter hat dir das nicht vermittelt, deine inneren Größe. Entweder warst du übersehen oder klein gehalten. Jupiter steht aber zum Pluto eine sehr schöne Verbindung, das heißt, du selbst findest deine Größe raus.
Liebe Amarelia, das war die zweite Teil dieser Beratungsvideo. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.